Bismillahirrahmanirrahim. So, wir wollten auf einige Punkte eingehen. Wir wollten hier auf einige Punkte eingehen, weil hinter uns ist das Gebäude, wo unter anderem die Übeltäter leben, die an dieser Hetze mitbeteiligt sind. Und ich habe eben schon gesagt, was Hetze bedeutet. Im soziologischen Sinne bedeutet das diffamierende, unsachliche Aussagen, die dazu dienen, bestimmte Gruppen oder Individuen zu diffamieren, zu dämonisieren. Und das ist genau das, was insbesondere von RP Online und dort insbesondere von Gabi Peters und Detlef Hüvel ausgegangen ist. Es wurde zum Beispiel von Detlef Hüvel erzählt, dass wir vorhätten, Weihnachten zum Heiligen Krieg in Deutschland aufzurufen. Unsere Vorträge, die sind öffentlich. Und wir nehmen auch kein Blatt vom Mund, was unsere Meinung ist, beziehungsweise wozu wir aufrufen. Das heißt, wie kommt er auf diese Aussagen? Es wird in Deutschland immer propagiert und es wird immer ganz stolz erwähnt, unsere Demokratie, auf die ja, die arabischen Länder neidisch sind, die garantiert die Würde des Menschen. Mich würde interessieren, bedeutet das auch, dass man über einen Menschen lügen kann, dass es im Endeffekt gefährlich wird, für diesen Menschen über die Straße zu gehen? Denn wir haben gesehen, dass die Familie von Sven Lau, Abu Adam, angegriffen worden ist. Warum? Weil Menschen plötzlich Angst haben. Weil Menschen plötzlich einen Berechtigungsgrund sehen, einer bestimmten Person etwas anzutun, weil sie sagen, diese Person ist gefährlich für uns. Aber wie entsteht das? Indem man immer und immer und immer wieder irgendwelche Dinge behauptet, propagiert, ja, und ganz undifferenziert berichtet. Wenn Sven Lau etwas berichtet, wird gesagt, Sven Lau behauptet. Wenn Wilfried Schulz, der Lügner Wilfried Schulz, ja, irgendetwas behauptet, wird gesagt, so war es gewesen. So ungefähr. Ja? Das heißt, es wird dort ein Ton benutzt, der uns als Lügner darstellt und diese Leute als diejenigen, die die Wahrheit sagen. Okay, stellen wir das einfach mal auf die Probe. Herr Wilfried Schulz, geben Sie uns doch mal eine Aussage von uns für die Vorwürfe, die Sie bringen. Herr Wilfried Schulz erwähnt, sagt, ja, die Frauen bei uns, die würden bezahlt werden, dass sie den Niqab tragen. Er hat da Quellen für. Das ist immer gut, ne? Wir haben da Quellen für. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, ich habe da Quellen für, ja, dass es ein Kinderschänder wäre, wenn ich das sagen würde, ich sage das nicht, ja, ja, dann muss man erstmal das Gegenteil beweisen. Verstehst du? So ein Schwachsinn. Das heißt, hier kann man heutzutage über den Muslim erzählen, was man will. Lügen erzählen, wie man will. Salafisten unterdrücken die Frauen. Was heißt unterdrücken? Dann sollen wir doch mal bringen, was unterdrücken heißt. Und das habe ich eben schon gesagt, unterdrücken hat etwas damit zu tun, mit Ungerechtigkeit zu tun. Jemandem sein Recht nehmen. Und wovon kommt das Recht? Wir kennen das, Menschenrechte und so weiter. Recht kommt auch von dem Wort richtig. Etwas, was für diese Person richtig ist. Und richtig ist für diese Person das, was mit der Natur einer bestimmten Person übereinstimmt. Und als Muslim, ist es erstmal nicht unser Ziel, irgendjemanden zu etwas zu zwingen, was er nicht tun will. Denn Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 256, La ikraha fi din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und an anderer Stelle, in Sure 18, sagt er, Wa kulil haqqa min rabbikum, fa man shaa fal yu'min, wa man shaa fal yakfur. Sprich, die Wahrheit ist von deinem Herrn. So soll derjenige, der glauben will, glauben, derjenige, der ungläubig sein will, soll ungläubig sein. Aber das ist deine freie Wahl im Diesseits. Aber je nach der Wahl, die du triffst, wirst du im Jenseits entweder Gutes bekommen oder Schlechtes. Wirst du belohnt werden oder bestraft werden. Das heißt, unser Ziel kann es gar nicht sein, eine Frau oder einen Mann zu irgendetwas zu zwingen. Weil unser Ziel ist es, für die Menschen das Beste zu wollen. Deswegen sagt Allah über den Propheten Muhammad, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich als Barmherzigkeit für die Welten gesandt. Das heißt, unser Ziel ist es, die Menschen zu überzeugen und nicht die Menschen zu zwingen. Die Menschen zu zwingen ist nicht unser Ziel. So, wenn wir jetzt fragen, was ist richtig für eine Frau, da gehen die Meinungen auseinander, weil wir es sozusagen mit zwei verschiedenen Meinungen zu tun haben. Es gibt einmal die Meinung,
die im Westen gilt, dass Frau und Mann vollkommen identisch sind. Sowohl, vor allen Dingen, was psychologisch angeht. Der Islam sagt aber, nein. Allah sagt, der Mann ist nicht wie die Frau. Und deswegen gibt es unterschiedliche Regeln und teilweise unterschiedliche Rechte und Pflichten. Wenn jetzt jemand sagt, die Frau ist dort benachteiligt, dann ist das etwas, was wir nicht bestätigen können. Weil es gibt Pflichten für Männer, die die Frauen nicht haben. Und es gibt Verbote für Männer, Dinge, die für Frauen erlaubt sind. Und es gibt Dinge, die für Männer erlaubt sind, die für Frauen nicht erlaubt sind. Und Pflichten für Frauen, wo die Männer keine Pflicht haben. Das heißt, prinzipiell sagen wir von diesem Gesichtspunkt her, sehe ich Mann und Frau als gleichberechtigt an. Gleichberechtigt wie ein Test in der Schule. Wir haben zwei Schüler. Beide Schüler haben am Ende des Testes beispielsweise 90 Punkte. Aber in Aufgabe 1 hat beispielsweise Schüler A 10 Punkte und Schüler B 9 Punkte. Und in Aufgabe 2 andersrum und so weiter. Das heißt, um das nochmal zu wiederholen, im Islam gibt es geschlechtsspezifische Pflichten und geschlechtsspezifische Verbote sowohl für Mann als auch für Frau. Wenn dem Mann beispielsweise befohlen wird oder verboten wird, Gold zu tragen, das für die Frau erlaubt ist, sagt keiner, hey, der Mann wird unterdrückt. Ja. Und ein Teil, eine Sache, die immer wieder benutzt wird, um zu sagen, die Frau sei im Islam unterdrückt, ist die Rolle des Kopftuchs. Und wir fragen uns, und viele Muslime fragen sich, woher kommt das? Weil die Musliminnen, ich rede von den wahren Musliminnen, nicht von irgendwelchen Frauen, die Geld machen wollen mit Büchern, die sie verbreiten oder verkaufen. Sondern ich rede von Muslimen, die den Islam kennen. Sie nehmen das anders wahr. Sie nehmen das anders wahr. Es gibt Zehntausende von Frauen in Deutschland, die sagen, ich werde gezwungen von der Gesellschaft, kein Kopftuch zu tragen. Und ich garantiere Ihnen, für die Nicht-Muslime, die sind, wenn sie heute hier hingehen und fragen die Frauen, die gekommen sind, da werden sie garantiert eine Frau finden, die das bestätigen kann, was ich ihnen sage. Werden sie garantiert finden. Das heißt, hier werden Tatsachen verdreht. Dann fragen wir uns, woher kommt dieses Vorurteil, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau wäre? Und ich sage, das kommt aus der Geschichte des Christentums heraus. Weil im Christentum wurde bis vor einigen Jahrhunderten und sogar noch im letzten Jahrhundert in vielen Stellen das Kopftuch zumindest im Gottesdienst getragen. Das war ganz normal. Und das Kopftuch ist laut 1. Korinther 11, Vers 7 bis zum Ende ein Zeichen dafür, ja, und das steht dort, der Mann darf seinen Kopf nicht behaupten, denn er ist Abbild und Abglanz Gottes. Das heißt, er hat zwei Eigenschaften von Gott. Die Frau aber ist nur Abglanz des Mannes. Die Frau ist auch nicht erschaffen worden für den Mann. Der Mann ist auch nicht erschaffen worden für die Frau, sondern die Frau ist für den Mann erschaffen worden. Und in 1. Petrus 3, Vers 2, wenn ich mich nicht irre, dort steht, die Frau muss sich dem Mann unterordnen. In Jesus Sirach 42, Vers 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig den Vers im Kopf, steht, ein unfreundlicher Mann ist besser als eine freundliche Frau. Das heißt, hier geben wir das Beispiel von Jesus weiter, was Jesus in der Bibel gesagt hat, man soll nicht den Splitter bei dem anderen im Auge raussuchen, wenn man selber einen Balken im Auge hat. Aber das ist das Problem. Es gibt viele Probleme in Deutschland, wirtschaftliche Probleme. Ja? Damit wir von zockenden Bankern ablenken, die Milliarden verzockt haben, die Wirtschaftskrisen mit verursacht haben, hat man plötzlich den bösen Ausländer. Die Frau mit Kopftuch ist schuld. Ja, das ist der Punkt. Wir sagen hier ganz klar und deutlich, man kann kritisieren, man kann Dinge nicht gut finden, wir können über alles diskutieren, man kann zu uns kommen, wir sind immer offen. Nicht wie erzählt wird, der Salafismus ruft dazu auf, sich abzusondern, keinen Kontakt zu haben. Was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Warum nehmen denn die meisten Jugendlichen bei uns, beziehungsweise bei denen, die Salafisten genannt werden, den Islam an? Weil die sich absondern? Dann wird erzählt, ja, die reden nur mit Jugendlichen, die haben spezielle Ziele. Leute, die psychisch verwirrt sind, die keinen Halt haben. Erstmal, wir gehen nicht spezifisch auf irgendeine Person zu und sagen, ah, warte mal. Hat der keinen Halt? Hat der ein Problem in der Schule, in der Familie? Ah, dann gehe ich dahin, dann rede ich mit ihm. Völliger Schwachsinn.
Wir reden mit jedem. Da kann der Doktor kommen, da kann Frau Merkel kommen, da kann George Bush kommen, wir reden mit jedem. Und wir sagen jedem dasselbe. Der Islam ist für uns die einzig wahre Religion zu Gott. Und wir glauben und nehmen für uns das in Anspruch, genauso wie das klassische Christentum das für sich in Anspruch nimmt, dass sie den einzig wahren Gott, Weg zu Gott darstellen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt nicht, dass ich jetzt einen Hammer rausholen muss und schlag den Nachbarn die Tür ein oder den Schädel ein oder was auch immer. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das sind die Dinge, die verbreitet werden. Um auf die Frau zurückzukommen, Gerechtigkeit, Nichtgerechtigkeit, was auch immer. Was ist richtig für die Frau? Wir glauben, dass die Ideologie, die hier verbreitet wird, die Saat gesät hat zur eigenen Zerstörung. Wir sehen heute, und ich sage das ganz klar und deutlich, es kann gerne jemand anderer Meinung sein. Wir fragen uns, warum nehmen so viele Frauen den Islam an? Teilweise mehr Frauen als Männer. Woran liegt das? Ich sage, weil das Richtige für die Frau ist das, was mit ihrer Natur übereinstimmt. Und kein Mensch kann sagen, dass Frau wie Mann ist. Es wurde behauptet, dass dieses Phänomen, dass die Jungs immer mit Pistolen spielen und mit technischen Sachen und die Mädchen mit Schmuck und so weiter. Es wurde gesagt, das hat etwas mit Indoktrination zu tun. Das heißt, die werden so erzogen. Man hat aber festgestellt, und das in Israel, hat man festgestellt, dass man, wo man Versuche gemacht hat über 14 Jahre, man versucht hat, die Kinder einfach zusammenzuspielen, hat die Spielsachen für Mädchen und für Jungs hingestellt, dass dem nicht so ist. Dass die Mädchen plötzlich mit den Spielsachen für Mädchen spielen und die Jungs mit Spielsachen für Jungs. Es ist auch gar nicht negativ, dass die Frau anders ist als der Mann. Es ist gar nicht negativ. Das heißt nicht, der Mann ist besser und die Frau ist besser. Der Islam sagt nicht, der Mann ist besser, weil er ein Mann ist. Oder die Frau ist besser, weil sie eine Frau ist. Nein. Allah sagt in Surah 49, Vers 16, wenn ich mich nicht irre. Dort sagt er, ja, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen Wesen und aus einem weiblichen Wesen erschaffen. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ Und haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Wahrlich, der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Nicht der Edelste unter euch ist der Mann oder die Frau. Das hat gar nichts damit zu tun. Des Weiteren lehrt der Islam uns, dass Mann und Frau nicht in einem Konkurrenzverhältnis miteinander leben. Allah sagt in Surah 9, Vers 71, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die einen sind die Schutzfreunde des anderen. Und in Surah Al-Baqarah, die zweite Sure, sagt Allah über die Frauen, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ Sie sind euch eingewandt und ihr seid ihnen eingeweint. Das heißt, so wie das Gewand einer Person Schutz gibt, Wärme gibt, sie vor Blöße schützt, so soll Mann und Frau sich gegenseitig schützen, gegenseitig füreinander da sein. Das ist die islamische Lehre. Aber das Problem ist, dass man nicht ehrlich genug ist, uns zu fragen, dass man nicht ehrlich genug ist, die Frauen zu fragen, die mit uns zusammen sind, sondern dass man einfach versucht, Vorurteile zu bedienen und Vorurteile zu verbreiten, um uns zu stigmatisieren, zu dämonisieren und weiter gegen uns zu hetzen. Und das ist der Punkt. Und deswegen wird der Hetzer in den Pranger gestellt. Das, was wir heute hier machen, ja, es wird bei den meisten Leuten, wird es keine Früchte tragen. Vielleicht von 1000 Leuten wird sich einer verändern. Aber für diesen 1000, also zumindest aus meiner Erfahrung, ich würde hoffen, dass es mehr sind. Aber für diese eine Person von 1000 hat sich es heute gelohnt. Und für die eine Frau von den Muslimen, die deswegen an ihrer Religion weiter festhält, hat es sich gelohnt. Ja? Aber was RP Online angeht, so kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Leute, die den Funken Ehrlichkeit im Herzen haben, um zuzugeben und zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Was die Bürgerbewegung angeht, so kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den Funken Ehrlichkeit im Herzen haben, um zuzugeben und zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Weil damit würden sie selber ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Fakt ist,
wir sind bereit, mit den Menschen friedlich zu leben, ist für uns kein Problem. Das ist für uns kein Problem, im Gegenteil. Wir wünschen uns sogar Sicherheit, Stabilität in diesem Land, weil wir gesehen haben, dass der Prophet a.s. nach dem Sulh von Hudaybiyah, das heißt der Friedensvertrag von Hudaybiyah, die Möglichkeit hatte, diese Religion zu verbreiten. Und das wollen wir nicht gefährden. Und deswegen sagen wir auch jedem, haltet euch fern von Gewalttaten, denn die werden uns nur schaden. Haltet euch davon fern. Das haben wir nicht nur einmal gesagt, das haben wir schon mehrmals gesagt. Auch wenn man wütend ist, auch wenn die Emotionen durchgehen, auch wenn man Ungerechtigkeiten sieht gegen Muslime, unsere Aufgabe ist es in dieser Zeit, uns zu beherrschen. Und ich habe eben schon gesehen, dass einigen Brüdern bald der Kragen geplatzt ist. Und es ist so. Ja, wir sind Menschen. Und eine Eigenschaft von einem Menschen ist, dass er auch wütend sein kann. Und wenn man andauernd mit Lügen konfrontiert wird, dann ist es ganz natürlich, dass man irgendwann vielleicht mal aus der Haut fährt. Ja, aber bitte, Brüder und Schwestern, bleibt ruhig, bleibt sachlich. Ja, und inshallah wird der ein oder andere die Wahrheit finden. Und am Ende möge Allah uns Ikhlas geben, weil das ist das A und O. Möge Allah uns Ikhlas geben. Wenn wir Ikhlas haben, dann wird Allah uns helfen, inshallah. Ja? Und wenn nicht, dann war das alles umsonst gewesen. Am Ende der Zeit, wenn wir sterben. Und das ist die schwierigste Aufgabe für einen Muslim, Ikhlas zu haben. Ikhlas bedeutet, dass er Aufrichtigkeit hat in seinen Taten. Und das ist nicht einfach. Gerade für uns Prediger, für diejenigen, die predigen, ist das manchmal nicht einfach. Weil jeder kommt, Mashallah, super Bruder, wow, super, wow, wow, wow. Ja? Ja? Und natürlich, das ist sehr gefährlich, da muss man aufpassen. Ja, und da ist keiner vor. Nur derjenige der sich sicher ist, dass er vor dieser Sache geschützt ist, der ist derjenige, der schon reingefallen ist. Deswegen möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Und wie gesagt, haltet weiter fest und bringt mehr Nichtmuslime mit. Bringt mehr Nichtmuslime mit. Und ich sage eins, am Ende der Zeit wird der Islam kommen, mit mir oder mit uns oder ohne uns. Es wird kommen. Es wird passieren. Und ich hoffe, dass alle Nichtmuslime, die heute hier sind, auch bereit sind, sich weiter zu informieren über diese Religion. Und wie gesagt, wir haben eine Internetseite. Die eine heißt Einladung zum Paradies. Die andere heißt piavogel.de. Ich wollte hier eine Sache nochmal klarstellen, weil viele Leute fragen danach. Die Seite, der Verein Einladung zum Paradies, weil immer gesprochen wird, ja, Verbot, dieses und jenes. Ich war nie ein Mitglied des Vereins gewesen. Ich war nie Vorstand von dem Verein gewesen. Es gibt einmal die Seite Einladung zum Paradies, die vom Verein Einladung zum Paradies sozusagen finanziert wird und so weiter. Ja, das heißt, dass die Seite steht, Serverkosten, Kamera etc. Ich bin immer freier Prediger gewesen und ich habe die Seite Einladung zum Paradies mit aufgebaut. Die Seite piavogel.de hat nun einen anderen Charakter und die Seite Einladung zum Paradies, wie alle anderen Seiten, können meine Vorträge runterladen und auch auf ihre Seite tun, wenn sie ihnen gefällt. Allah.